dich, abgesehen natürlich von den Blumenwelten, wo du eine absolute Meisterin bist, gern in Szene, in Filmszenen zum Beispiel um? Also ich würde gerne, ja, ja, natürlich. Ja. Prominente haben das auch gemacht, natürlich für einen guten Zweck und haben sich in eine bestimmte Filmrolle in verschiedene Tanzszenen begeben. Und alle haben eine sehr gute Figur gemacht und der Reinerlös dieses Kalenders kommt zugunsten der Krebshilfe. Wenn sich Prominente in einem Autohaus in Wien treffen, dann ist eine Kalenderpräsentation der Grund. Genauso ungewöhnlich wie der Ort ist der Zeitpunkt für einen neuen Kalender. Aber Kalender für einen guten Zweck kann es nicht genug geben. Ich bekomme im Jahr sehr, sehr viele Anfragen. Ich könnte, glaube ich, circa locker 50 Kalender fotografieren. Und also ich habe meinen eigenen Kalender, der meinen Fans und mir sehr am Herzen liegt, weil ich mich da so austoben kann, wie ich möchte. Und mit der Yvonne ist das jetzt mittlerweile auch schon fast kultig, wenn wir es jetzt schon doch fünfte oder sechste Mal machen, glaube ich. Und es ist auch für einen guten Zweck. Und für mich ist es einfach ganz wichtig, dass viele Leute die Bilder sehen, damit sie einfach Karten kaufen für den Ball zum Dance Against Cancer. Dieser Kalender geht von April bis April. Das ist der Zeitraum zwischen den Dance Against Cancer Bällen. Und er zeigt Prominente in bekannten Filmszenen. Wir haben uns gedacht, wir haben ja jetzt dreimal das Thema Krebs gehabt, was ja auch zum Ball leider dazugehört, dass man einmal das Tanzthema nimmt. Und das Tanzthema passt mit Manfred einfach zu Hollywood-Filmen. Und es gibt so viele berühmte Tanzszenen, dass wir einfach gesagt haben, das nützen wir und schauen einmal, wie österreichische Promis in diesen Szenen ausschauen. Und das sind sie. Fast alle 14 Models des Dance Against Cancer Kalenders 2015 erschienen gestern zur Präsentation. Der erste Gedanke war sicher nicht, ja, meine nicht. Das kann ich nicht machen, um Gottes Himmels Willen. Das bin ja nicht ich und das kann ich nicht machen. Ich habe mir gedacht, cool, Tanz, also Film, Tanzfilm, mega. Manfred Baumann noch mehr mega. Ich wollte immer schon mit ihm zusammenarbeiten und dadurch, dass ich aber jetzt kein Model bin, habe ich ja nicht so die Chance, irgendwie von ihm fotografiert zu werden. Und deswegen habe ich so ziemlich nach ein paar Minuten gesagt, ja, ich mache mit. Für den guten Zweck haben wir eine Filmrolle, nämlich von Hugh Grant in der Szene von Perhaps Love nachgestellt. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, es trifft den Charakter dieser Rolle. Ich erkenne mich an meinen Naturlocken. Nein, eigentlich habe ich ganz glatte Haare. Nein, ich erkenne mich kaum wieder. Das ist ein unglaubliches Foto, es ist super in Szene gesetzt und ja, ich habe zwar nie Ballett getanzt, aber hier schaut es aus, als würde ich, hätte ich nur das mein ganzes Leben lang gemacht. Das war Selma Hayek from Dusk Till Dawn. Mein Mann hat gesagt, unbedingt, das ist die beste Filmszene überhaupt und ich habe mir dann nur gedacht, okay, hoffentlich kriegen wir das so hin, dass das dann wirklich ähnlich aussieht. Es war mal wirklich was anderes. Vor allem war das schon schwierig genug, die Kunst, meine vielen Haare und der Perücke zu kriegen. Und dann war das absolut schräg, aber es hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht, Uma Thurman mal zu sein. Während Hitparadenstürmerin Virginia Ernst für den musikalischen Rahmen sorgte, ließen sich die ersten Gäste diesen außergewöhnlichen Kalender signieren. Denn Platz haben alle dafür. Eigentlich habe ich alle Manfred Baumann-Kalender, die er fotografiert hat, im Vorzimmer. Und die werden dann immer gewechselt, je nachdem man seinen neuen Kalender gibt. Also würde ich den dorthin hängen, weil es der Manfred fotografiert hat. Meine Oma ist mein größter Fan. Sie sammelt alles und so typisch Oma halt. Und ich habe zu ihr gesagt, Oma, ich bin in einem Kalender. Und sie so, aber angezogen, oder? Ja, noch Oma, nein. Ich so, ja, es wird dir wirklich gut gefallen. Also die ist die erste. Die wird dann das ganze Jahr lang nur im März hängen haben. Ich kenne sie. Ich würde ihn in der Küche aufhängen, weil da halte ich mich oft auf, damit ich ihn öfter sehe. Ja, sonst fällt mir nichts ein. Oder im Badezimmer. Nein, im Badezimmer nicht, in der Küche. Ja, nachdem ich Single bin, kann ich ihn überall aufhängen. Es schaut mir sehr erotisch aus. Es schaut sehr professionell aus. Eigentlich sollte ich für jeden Raum einen kaufen. Da habe ich echt noch nicht drüber nachgedacht. Ja, damit sollte ich mich jetzt irgendwann noch beschäftigen vielleicht. Und vielleicht dann mit meinem Mann drüber reden, wie es denn ihm damit geht, dass seine Frau halbnackt überall hängt. Ja. Er würde im Arbeitszimmer hängen. Und ich würde das ganze Jahr das Kalenderblatt mit der Yvonne aufgeschlagen haben, weil sie so eine gute Freundin ist. Und weil sie für das alles verantwortlich ist und so viel Geld für die gute Sache sammelt. Dieser Kalender ist in einer limitierten Auflage von 1000 Stück erschienen. Und der Reinerlös kommt der österreichischen Krebshilfe zugute.